meine Lieben, heute häkeln wir mal diesen Glückskeks. Wir brauchen dazu nur ein bisschen Wolle, einen Wollrest. Ich habe hier Baumwolle und eine Häkelnadel in der passenden Stärke. Das hier ist 3,5. Da müsst ihr dann ausprobieren, was ihr am liebsten benutzt. Und dann fangen wir auch gleich einmal an. Wir beginnen mit einem Fadenring und da hinein häkeln wir 7 feste Maschen. So, da habe ich schon 3, 4, upsala, da muss ich auch durch, 5, 6, 7. Und dann ziehen wir diesen Faden hier an und beenden die Runde mit einer Kettmasche. Das heißt, wir stechen einfach nur ein und ziehen den Faden hier durch. In der nächsten Runde verdoppeln wir jede Masche. Das heißt, wir stechen in die erste feste Masche ein, häkeln da eine Masche hinein. Und in die gleiche Masche noch eine feste Masche. Und das einmal ganz rum. Und dann sehen wir uns wieder. Sinnvoll ist es auch, sich den Beginn der Runde mit so einem Maschenmarkierer zu markieren. Wir haben jetzt also 14 Maschen gehäkelt und das geht weiter in Spiralrunden. Das heißt, wir stechen gleich in die nächste feste Masche ein, häkeln da eine Masche hinein und in die zweite häkeln wir 2 feste Maschen, weil wir jetzt in dieser Runde jede zweite Masche verdoppeln. Also da 2 feste Maschen rein, dann wieder nur eine und in die zweite Masche wieder 2 feste Maschen. Dann haben wir am Ende dieser dritten Runde 21 feste Maschen gehäkelt. In der vierten Runde verdoppeln wir nun jede dritte Masche. Das heißt, wir häkeln eine Masche in die nächste, wieder eine Masche und in die dritte Masche kommen dann 2 feste Maschen. Also, jede dritte Masche verdoppeln. Am Ende der Reihe haben wir dann 28 Maschen. In der fünften Runde verdoppeln wir jetzt jede vierte Masche und haben dann am Ende der Runde 35 Maschen. Wir machen das jetzt immer so weiter bis zur neunten Runde und enden da mit 63 Maschen. So, das war die neunte Runde. Ich habe jetzt 63 Maschen gehäkelt und dann werden wir das Ganze auf der Hälfte so knicken. Kann man knicken, ja. Und hier außenrum entweder zunähen oder häkeln, ein bisschen ausstopfen und dieses Gesicht noch draufsticken. Man kann das jetzt, wie gesagt, einfach mit der Häkelnadel hier gegeneinander häkeln mit festen Maschen. Oder aber mit einer dicken Nadel und ein bisschen Garn hier an der Seite zunähen. Ich häkel das jetzt mal bis zur Hälfte zu und dann werde ich dieses Füllmaterial da hineinstecken. Ich habe hier auch noch einen zusätzlichen Schlüsselring. Hier für meinen anderen Glückskeks hatte ich so einen Karabiner. Man kann aber auch einfach einen Aufhänger häkeln. Das kann jeder machen, wie er möchte, und es kommt ja auch ein bisschen darauf an, wofür ihr das verwenden möchtet, ob das ein Schlüsselanhänger sein soll oder vielleicht so ein Glückskeks zum Verschenken, so wie wir die Glückswürmchen mal gemacht haben, dann hätte man mal was anderes. Und zu dem Glückskeks kann man ja auch wunderbar diese schönen Sprüche dazu schreiben, wie man die kennt, von diesen chinesischen Glückskeksen, wo man die dann immer so aufwickelt. Also das passt ja eigentlich ganz gut. So, ich habe das jetzt bis zur Hälfte zugehäkelt, einfach so gegeneinander, und werde
da jetzt mal ein bisschen von diesem Füllmaterial hineinstecken. Da kann man natürlich auch ganz normale Füllwatte nehmen. Ist eigentlich egal, was man da reinsteckt. Es muss auch nicht viel sein. Es soll ja nur so ein kleines bisschen Form bekommen, dass es nicht ganz so platt ist. Das reicht auch schon. Das hatte ich bei dem hier auch so gemacht. Nur so ein bisschen, dass es so ein bisschen sich weich anfühlt. Dann den Rest schließen, entweder häkeln oder nähen, je nachdem, für welche Variante ihr euch entschieden habt. Und hier oben kann ein Aufhänger direkt angehäkelt werden oder aber ihr habt einen Schlüsselring oder so einen Karabiner, wie auch immer. Für einen Aufhänger habe ich jetzt hier mal 30 Luftmaschen gehäkelt. Das würde mir persönlich dann jetzt hier so reichen. Das müsst ihr dann mal ausprobieren. Ich häkel dann hier unten am Ende einfach eine Kettmasche und den restlichen Faden können wir dann verstopfen. So, jetzt noch das Gesicht drauf und dann sind wir auch schon fertig. Wir sticken jetzt noch zwei Augen und diesen Mund hier drauf. Und fertig. Also bei diesem hier habe ich von unten hochgezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 in der sechsten Reihe die Augen drauf gestickt. Und zwei Reihen tiefer den Mund. Das nur so als Anhaltspunkt. Und dann gehe ich von dieser Linie hier aus, die man da sieht, steche hier ein und mache da das erste Auge hin. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den Faden mal doppelt nehme. Ich glaube, das habe ich hier auch gemacht. Ich nehme den Faden doppelt. Ich steche dann ein zweites Mal hier ein und komme dann aber eine Masche weiter drüben wieder raus für das zweite Auge. So, eins. Und das zweite machen wir dann hier hin. Nochmal darüber. So, und von da aus gehen wir dann gleich runter, zwei Reihen tiefer für den Mund. Hier hinten wieder so ein bisschen hoch, damit der lächelt. Und dann hier so rüber. So. Den Faden ziehe ich dann einfach nach innen. Hier können wir noch mal einmal drüber gehen. Dann lasse ich den hier an der Seite irgendwo rauskommen und schneide den einfach ab, weil der muss ja nichts halten. Der muss einfach nur da drin verschwinden. So, weg ist er. Okay. So, und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß damit, vielleicht beim Verschenken, vielleicht auch beim Auswildern, wie mit den Glücksförmchen. Das war unser Glückskeks.